Secret of Paris ist der wohl glamouröseste Drink, den ich je kreiert habe. Ich hatte vor Jahren die Chance, in Paris zu mixen, in einem tollen Restaurant, Man Ray. Die Inhaber John Malkovich, Sean Penn und Johnny Depp hatten da eingeladen. Sehr viele Hollywood-Stars waren dabei und die Society aus Paris. Und so entstand diese Kreation. Man muss sich vorstellen, es waren 10 Barkeeper aus der ganzen Welt da. Einer davon war ich. Und jeder hatte so seine kleine Cocktailbar und musste für die VIPs auf Anfrage einen Drink kreieren. Und der Secret of Paris ist ein Drink mit frischen Brombeeren, Anis, Leimquat und Currant-Wodka. Ich nehme jetzt das Shakerglas, gebe 7 bis 8 Brombeeren in das Glas und ein Stückchen Sternanis. Das gibt dem Drink so die Raffinesse. Dann einen Esslöffel braunen Zucker, ein bisschen mehr. Und Zitrus darf nicht fehlen. Ich nehme jetzt eine Leimquat, das ist eine Mischung aus, eine Kreuzung aus der Limette und der Kumquat. Die ist auch sehr frisch, sehr aromatisch, sehr vitaminhaltig. Und ich gebe jetzt hier noch einen Schuss Blue Curaçao. Blue Curaçao nur für die Farbe. Das ist ein Orangenlikör mit blauem Farbstoff. Der Drink soll etwas ins Blaue gehen. Das Ganze ausdrücken. Schön zusammen vermengen. Übrigens, zu später Stunde kam Jack Nicholson zu mir an die Bar und bestellte einen Drink und sagte, make me a secret one. Irgendwas Geheimnisvolles, Geheimes, was kein anderer trinkt. Und so habe ich ihm diesen Drink kreiert. Jetzt gebe ich hier noch Eiswürfel drüber. Dann einen Currant-Wodka. Das ist ein Wodka mit Johannisbeer-Aroma, 4 bis 5 cl. Und einen ganz tollen Likör, einen Saint-Germain-Likör aus Frankreich. Geschmack der Holunderblüte. Wahnsinnig aromatisch. Eignet sich auch gut zum Hugo. Das Ganze jetzt kräftig schütteln. Und in ein vorgekühltes Glas abseihen. Ein schönes Martini-Glas. Und in dem Fall jetzt Double Strainen. Double Strainen heißt, ich nehme mein Bar-Sieb, stecke das in den Shaker rein und halte noch ein kleines, feines Sieb dazwischen, damit die Brombeeren und die Anis und die ganzen Fruchtreste zurückbleiben, sodass er etwas klarer wird, etwas süffiger. Manchmal sind ja diese Fruchtteile von Vorteil, manchmal stören sie. So, hat eine schöne lila Farbe. Jack Nicholson hat übrigens 2 weitere nachbestellt, also ich gehe davon aus, der hat ihm geschmeckt. Sehr schön, der duftet auch schön. Und jetzt zum Ende noch der Kick. Etwas Champagner obendrauf. Das gibt dem Ganzen noch was Spritziges. Der wird etwas bubbly. Nicht zu viel. Als Garnitur. Für die Nase, für das Aroma nehme ich etwas Leimquat. Bisschen Aroma drauf geben und mit ins Glas. Und eine Sternanis. Die schwimmt dann oben so schön drin. Und so sieht der Drink wunderbar aus. Das ist mein Favorite, The Secret of Paris. Kein Geheimnis mehr, aber ein toller Drink.